Guten Morgen. Heute Morgen im Gespräch Frau Pfarrerin Dr. Caroline Tittmann. Sie ist Pfarrerin der evangelischen Hartberggemeinde. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Frau Tittmann. Guten Morgen, Herr Engels, ich grüße Sie. In diesen Tagen ist ja die erste Frage, die man stellt: Wie geht es Ihnen in diesen Zeiten? Ja, ich bin natürlich genauso ausgebremst worden wie all die anderen. Ich glaube, das Wort Vollbremsung, das trifft es ganz gut. Und irgendwie auch hart aufgekommen auf dem Boden der Realität. Denn die Vollbremsung hat ja ihren guten Grund, das müssen wir ja wirklich sagen, Kontakte zu vermeiden, um uns zu schützen. Eine ganz neue Form des Umgangs miteinander lernen, wenn wir uns nicht sehen können. Und das beschäftigt mich natürlich auch. Ich bin sicher genauso besorgt wie viele Menschen, was wird werden? Wie lange wird das dauern? Werden Menschen in meinem Umfeld, in meiner Familie erkranken? Werde ich vielleicht sogar selbst erkranken? Und dann denke ich natürlich auch an all die vielen, die jetzt zu Hause sind, vielleicht keine Beschäftigung haben, alleine oder einsam. Oder aber überbeschäftigt mit all dem, was zu Hause anfällt, mit den Kindern, dem Haushalt und dem Homeoffice, was ja leider nicht den Hochglanzbroschüren entspricht, die wir manchmal so über Homeoffice lesen, sondern tatsächlich hartes Brot. Ich erlebe das ja bei mir zu Hause jetzt auch. Ich habe drei Grundschüler zu Hause, die ja beschäftigt werden wollen, die auch gelangweilt sind, aber natürlich auch latent verängstigt und die auch ein offenes Ohr brauchen. Beanspruchung auf allen Seiten und natürlich der Schatten, der immer mitgeht, was kommt. Was heißt es jetzt konkret für Sie als Pfarrerin? Normalerweise, ich weiß, dass Pfarrerinnen und Pfarrer ja immer einen sehr vollen Terminkalender haben mit verschiedenen auswärtigen Terminen, Beerdigungen, Gesprächen, Besprechungen. Was heißt das jetzt konkret für Ihre Arbeit als Pfarrerin in der Hartberggemeinde? Natürlich hat sich das komplett geändert. Allerdings, Gespräche bleiben nur über andere Kanäle. Wir können uns natürlich jetzt nicht mehr treffen. Wir können keine Gottesdienste mehr feiern und auch Trauungen und Taufen sind erstmal verschoben. Aber der Gesprächsbedarf ist da. Es ist auch ein erhöhter Bedarf, Dinge neu zu verabreden, neu zu sortieren. Wir in der Kirche und in der Gemeinde sind ja von der ganzen Entwicklung nicht ausgenommen, sondern wir sind ja genauso in der Krise und müssen neu schauen, welche Wege finden wir jetzt zu den Menschen und wie finden Menschen uns. Und da versuchen wir natürlich auch viel Neues zu entwickeln, neue Formate zu kreieren und dabei auch ganz experimentell und ja, kreativ vorzugehen. Können Sie ein Beispiel nennen dafür? Wir in der Hartberggemeinde, wir haben uns überlegt, dass wir jeden Freitag ein Wort zum Freitag online stellen von uns Pfarrpersonen, also von meinem Kollegen, dem Pfarrer Dr. Schwickert und dem Kollegen Vikar Nett und von mir, dass wir jeden Freitag eine ganz kleine Andacht in einer unserer Kirchen online stellen und da können die Menschen uns wahrnehmen, ein gutes Wort von uns hören. Und manchmal reicht es ja schon, wenn wir ganz beruhigend die Stimme des anderen hören, ob am Telefon oder online. Das ist richtig. Ich habe schon einmal das Wort zum Freitag gesehen, in der Kirche auf dem Hartberg aufgenommen und geradezu wunderbar. Wir werden das auch hier auf der Seite von Gemeinsam in Bonn jeweils freitags online stellen. Jetzt ist es so, dass ja viele Menschen auch beschäftigt, was passiert eigentlich mit den ganzen Hochzeiten, die geplant waren, gerade jetzt, wo der Frühling anfängt. Was ist mit den Taufen? Und dann auch, und die Frage, um die kommen wir ja nicht umhin: Was passiert eigentlich mit Beerdigungen? Haben Sie schon eine Beerdigung in der letzten Woche gehabt? Tatsächlich, ich fange mal mit den Beerdigungen an. Ich hatte schon einige Verabredungen, bevor wir am Freitag, den 13., dann in die völlige Zurückgezogenheit gehen mussten. Und diese Verabredungen sind auch hatten weiter Bestand, aber wir mussten völlig umplanen. Ich bin da in einem sehr engen Kontakt mit den Angehörigen gegangen und das ist natürlich schwer, wenn gerade in so einer Trauerphase es wichtig ist, dass man zusammensteht, dass man spürt, da sind viele Menschen, die die Trauer mittragen, aber es können eben nur 10 Menschen mitgehen, den letzten Weg. Und da ganz nah dran zu sein an den Angehörigen, das war mir persönlich ganz wichtig. Und auch für die nächsten Begleitungen in Trauerphasen wird es mir ein Herzensanliegen sein, dass wir das gut begleiten.
Wir überlegen auch, ob wir, wenn wir darüber hinweg sind, über diese Zeit jetzt auch einen großen Gottesdienst anbieten, wo wir nochmal alle Angehörigen einladen und der Verstorbenen in diesen Tagen gedenken, damit ja das nochmal einen neuen Raum haben kann. Also das behandeln wir ganz sensibel und da sind wir uns auch sehr im Klaren darüber, dass das eine ganz wichtige Phase ist jetzt für die Angehörigen, die auch mit viel Enttäuschung verbunden ist. Und was die Trauungen und die Taufen anbelangt, das sind ja nun eher die fröhlichen Ereignisse, die aufgeschoben werden müssen. Und da ist meine Erfahrung die, dass da ganz viel Verständnis bei den Menschen da ist. Es geht nun mal im Moment nicht anders und das lässt sich besser verschieben jetzt als die Veränderungen, die im Blick auf die Beerdigungen zu verhandeln sind. Ja. Jetzt ist es ja eine Frage, Sie sind ja Pfarrerin, zugleich auch Ehefrau und Mutter. Normalerweise ist es ja so, dass für Pfarrerinnen und Pfarrer der Sonntag relativ klar strukturiert ist. Was machen Sie am Sonntag jetzt? Ja, tatsächlich. Das ist mit einer der schwierigsten Dinge, die jetzt mit dieser Zeit verbunden sind, dass wir keine Gottesdienste, so wie wir sie gewohnt sind, feiern können. Und das ist für mich schon auch schmerzhaft. Die Versammlung der Gläubigen, die Gemeinschaft der Heiligen wirklich ganz leibhaftig in der Kirche auch zu leben, das liegt mir sehr am Herzen und es schmerzt mich, dass es jetzt so ist, wie es ist. Nichtsdestotrotz finden sich auch da Wege und ich glaube, wir sollten tatsächlich auch die Präsenz des Heiligen insofern auch ernst nehmen, als dass sie uns auch verbindet, auch wenn wir uns nicht sehen. Die Gemeinschaft der Heiligen, die ist auch da, wenn wir jeder für sich zu Hause das Vaterunser betet, wenn zum Beispiel die Glocken läuten oder wenn wir den Gottesdienst gemeinsam aufrufen vom Kirchenkreis um eine ganz bestimmte verabredete Zeit und dort gemeinsam Gottesdienst feiern. Oder wenn jeder für sich einer ganz eigenen Liturgie am Sonntag folgt. So mache ich das zum Beispiel auch. Frau Tittmann, was ist Ihnen in dieser Zeit besonders wichtig? Also ich merke für mich, dass ich besonders auf meine Wurzeln schaue im Moment. Das bedeutet, was trägt mich in dieser Zeit? Was gibt mir Halt? Wo ich doch auch in den ersten Tagen ganz große Orientierungslosigkeit gespürt habe. Wie bin ich verwurzelt? Und da haben wir ja verschiedene Wurzeln zur Verfügung. Die einen, die in die Breite gehen, zu den Menschen, mit denen ich verbunden bin, die mich stützen und die ich auch stützen. Wir hören ja in diesen Tagen ganz viel von Solidarität und ich glaube, wir Christen haben dafür das schöne Wort Nächstenliebe. Und wie können wir das leben? Wie können wir uns gegenseitig halten? Die Wurzeln in der Breite. Und das andere, was mir natürlich als Theologin und Pfarrerin besonders am Herzen liegt, sind die Wurzeln in die Tiefe. Also die mich mit Gott verbinden, mit meinem Ursprung, die mich immer wieder daran erinnern, dass ich in der Gegenwart Gottes stehe und auch bleibe und mit ihm verwurzelt bin. Und wenn ich mich darauf besinne, mir das immer wieder vergegenwärtige, dann kann ich auch diese Zeit gut tragen. Denn uns ist ja gesagt, dass wir da durch vieles in unserem Leben, was auch schwer ist, nicht vorbeikommen, aber doch wohl auch die Kraft finden, vielleicht aus diesen Wurzeln auch damit besser umzugehen. Also haben Sie einen Tipp für mich, wo ich, was ich tun könnte sozusagen, wenn ich zu Hause bin jetzt am Sonntag und nicht in meine Kirche gehen kann? Was ist sozusagen Ihr Tipp? Wenn Sie internetaffin sind, dann würde ich Ihnen raten, rufen Sie die Seite des Kirchenkreises auf, www.bonn-evangelisch.de und schauen Sie dort den Gottesdienst. Der wird jeweils in einer anderen Kirche im Kirchenkreis gefeiert. Am vergangenen Sonntag haben wir zusammen mit Superintendent Pistorius in der Friedenskirchengemeinde gefeiert und am kommenden Sonntag in einer anderen Kirche. Oder aber, wenn Sie sagen, das mit dem Internet, das ist nicht so meins, dann würde ich mir ganz schlicht das Gesangbuch zur Hand nehmen. Da gibt es ganz viele Vorschläge für ganz einfache Liturgien, die ich mitbeten kann, wo ich Lieder mitsingen kann, wo mir auch einfache, eingängige biblische Texte vorgeschlagen werden, die ich in einer kleinen Reihenfolge lesen kann. Vielen, vielen Dank. Frau Tippmann, wie erreichen wir jetzt Pfarrerinnen und Pfarrer in dieser Zeit?
über alle möglichen Wege. Ich bin tatsächlich durchgängig telefonisch erreichbar. Ich bin über E-Mail erreichbar. Man kann mir auch über WhatsApp eine Nachricht schicken. Das ist, ja, da bin ich sehr flexibel und natürlich jederzeit auch ansprechbar. Frau Tiedmann, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Gottes Segen und bleiben Sie gesund. Das wünsche ich Ihnen auch. Bleiben Sie behütet. Das wünsche ich uns für uns alle.